Wir stehen heute hier vor dem großen Gemälde von Hadi Bock, der uns aber auch gleich erklären wird, was es damit auf sich hat. Hadi, erzähl doch einfach mal. Gerne. Also dieses Bild habe ich mit Adam Massawa zusammen gemalt und da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ende November 2015 wurden Nachhaltigkeitsziele beschlossen von den Vereinten Nationen. Und das eine Weltnetz NRW hat sich gedacht, okay, wie vermitteln wir den Leuten 17 Nachhaltigkeitsziele, das geht noch, aber 169 Unterpunkte. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, also kamen sie auf die Idee, eine Urban Art Kampagne zu starten und dann halt 17 Gemälde, 17 Wandgemälde in 17 Ruhrgebietsstädten zu machen. Und da Bonn glücklicherweise für uns, Mülheimer glücklicherweise abgesprungen ist, hatten wir dann halt die Möglichkeit nachzurücken. Und ich hatte das bescheidene Glück, als Mülheimer Künstler ausgewählt worden zu sein. Und Adam Massawa halt als kenianischer Künstler, weil die Idee dahinter war auch, nicht nur über das Thema Nachhaltigkeit zu debattieren, sondern halt auch wirklich ein Bild des Dialoges zu zeigen, vor allen Dingen von Menschen, die quasi mit die Globalisierung und halt auch Umweltschäden verursachen und gleichzeitig auch mit Menschen, die davon betroffen sind. Aber nicht einfach nur mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, sondern halt durch einen künstlerischen Dialog das Thema aufzugreifen. Also das sieht man hier ganz gut mit den Slums und den Häusern. Genau. Wir hatten ja das große Glück, halt seine riesige Fläche, das ist auch die größte des Projekts, 543 Quadratmeter. Und hier war mal ein Zubringer von der Konrad-Adenauer-Brücke. Und es ging halt dann darum, die Fläche zu bespielen und halt diesen Dialog zu zeigen. Wie zum Beispiel dann halt auf der rechten Seite die Frage, ne, die Welt, in der wir leben wollen. Mhm. Und dann halt sieht man den Kontrast, der tatsächlich in Nairobi, ne, in Kenia, auch sehr eklatant zu sehen ist. Die Slumviertel unten am Fuß und darüber diese modernen Gebäude. Mhm. Ne, und dieser Kulturclash, so, ne, halt auch finanzielle. Und dann kam ich halt auf die Idee, okay, dann setzen wir ein Mietshaus neben die Favelas und, oder Slumviertel. Und um auch unsere Globalisierungsgeschichte zu erzählen, da halt zum Beispiel eine Banane eine lange Kulturgeschichte hinter sich hat, bis sie in unserer heimischen Obstschale gelandet ist, habe ich gedacht, okay, als Sinnbild nehme ich aber die Giraffe, die aus dem Mietshaus rausschaut. Mhm. So, ne? Und dann halt geht's. Bringt das sehr schön zum Ausdruck, finde ich. Genau. Gerade das, was genommen, wir erhalten wollen, ne? Die Artenvielfalt, ja, und die Lebensbedingungen so, für die Menschen. Ne? So ist das. Mhm. Und das sind beides Nachhaltigkeitsziele. Ja, genau. So. Armut reduzieren ist ein Nachhaltigkeitsziel, genau, ne? Aber auch für Lebewesen, für Menschen beste Lebensbedingungen, ja, zu schaffen. Ja. Ne? Und Räume. Mhm. Räume schaffen oder wieder renaturieren und so weiter. Mhm. Und dann Gesundheit für alle ist halt auch ein Thema. Auch ein wichtiges Thema. Und deswegen ist auch ein Thema da. Ne? Genau. Ja. Ich habe aber halt bei Gesundheit habe ich gedacht, halt, ich möchte einen Raucher darstellen. Und er so ein bisschen im Bogart-Stil, der sich, wenn man genau davor steht, auch wirklich an der Laterne lehnt. Ja. Und das aber zu unserem Lebensstil gehört, kommt er ein bisschen aus dem Haus raus und sein Rauch, der Rauch seiner Zigarette geht in den Rauch der Industrieschornsteine. Das heißt also schön, du rauchst ja wie ein Schlot. Gut, genau, ne? So ist das, ja. Und im Grunde genommen dann halt auch nochmal zum Thema Artenvielfalt zurück durch den Anglerfisch, ja, weil der Laternenfisch, der uns quasi mit seinem Licht verführt. Es war nämlich so eine philosophische Idee, es ist ein Zeichen auch der Aufklärung. Ja. Aufklärung, Aufhellung. Mhm. Und da wollte ich halt quasi die Fallstricke der Industrialisierung. Mhm. Einerseits wurden viele Jobs versprochen, aber viele sind halt auch in den ganzen Fabriken auch umgekommen, weil die Arbeitsbedingungen so schlimm waren. Mhm. Und nur da auch mal uns daran zu erinnern, es hat Wohlstand gegeben, aber nicht für alle. Ja. Und das wollen wir eigentlich erreichen. Welche Rolle spielt denn für dich Kunst und Nachhaltigkeit? Im Grunde genommen eine ganz große. A, habe ich eine begrenzte Lebenszeit, aber in der Regel
egal mit welchen Farben, selbst wenn ich mit dem günstigsten Acrylfarben male, die Bilder schaffen meistens 50 bis 80 Jahre. Das heißt, meine Werke alleine und natürlich die aller anderen, die Materialien sind heutzutage so gut, dass die uns locker mehrfach überleben. Das ist schon mal ein nachhaltiger Punkt. Nachhaltigkeit schreibe ich auch am liebsten mit Doppel-L nach Hall. So, das Echo. Als Künstler haben wir sowieso ein Echo. Und für mich ist wichtig halt, welche Botschaft möchte ich oder möchten wir als Künstler halt auch weitergeben. Wurden jetzt halt auch oft auch gefragt, was sagen Künstler zur Flüchtlingskrise, was sagen Künstler auch zur Corona und so weiter. Und wir Künstler haben immer was zu sagen. Die Frage ist halt, wer hört uns zu? Und manchmal sagt ja ein Bild mehr als 1000 Worte, deswegen hier fahren 12.000 Autos täglich vorbei. Hier haben viele Leute die Möglichkeit, einen bleibenden Eindruck zu bekommen und sich die Fragen selber zu stellen oder die Antworten selber zu stellen. Als Künstler ist es einfacher, Fragen anzubieten, als immer nur Antworten, weil dann muss keiner sich selber damit auseinandersetzen und konfrontieren. Du bist von Rumänien nach Mülheim gekommen. Genau. Was wünschst du dir von Mülheim oder was empfindest du hier in Mülheim? Also, da gibt es wirklich was Konkretes und das seit Jahren. Ich wünsche mir tatsächlich, dass halt, und jetzt sage ich es auch ganz klar, dass auch Sprayer Flächen bekommen, weil viele haben viele Ausdrucksmöglichkeiten in petto, aber nicht den Raum dafür. Da fände ich super feste Wände, was auch immer, da kann man sich was überlegen. Aber halt auch junge Künstler, die einen Raum haben. Als 2001 hat sich das Arte Noir Künstlerkollektiv gegründet, dann 2005 in Zeitgenossenschaft umbenannt. Wir haben damals tatsächlich auch mal einen Preis für unser Engagement gekriegt, einen Förderpreis des Ruhrpreises, einfach weil wir eine kleine Galerie in der Auerstraße gegründet hatten, damit wir junge Künstler im ganzen, also aus ganz Deutschland, aber auch vorwiegend auch aus Mülheim und Umgebung auch präsentieren zu können. Weil es gibt das Museum an der Alten Post, wunderbares Museum. Und da gibt es auch die Young Artists und so weiter. Aber was kommt danach? Ja, nach quasi, wenn Kinder malen und junge Jugendliche, was passiert dann? Dann klafft die Lücke ziemlich weit. Und da würde ich mir tatsächlich mehr Kunstwettbewerbe und mehr irgendwie auch öffentlich und auch tatsächlich Außenflächen wünschen, die gestaltet werden können. Weil das war nicht, ist nicht der einzige Schandfleck in Mülheim sozusagen gewesen. Das ist eine ganz wichtige Anregung. Ich hatte genau über dieses Thema auch wirklich mit vielen Leuten schon diskutiert. Ich glaube, das müssen wir angehen in der nächsten Legislaturperiode. Ich hoffe, ich bekomme die Chance dazu als Oberbürgermeisterin. Erstmal danke ich dir, dass du heute hier bist. Sehr gerne. Und dass du uns nochmal das Bild auch ein bisschen erklärt hast und dass vielleicht auch die Idee der Nachhaltigkeit bei den Menschen nochmal wieder wachgerufen wird, wenn sie daran vorbeifahren. Das hoffen wir doch. Dankeschön, Hadi. Sehr gerne.